Hallo Leute, willkommen zurück zu Black Mirror 3. Im letzten Part haben wir ja hier dieses wundervolle Loch betreten, uns hier mal ein ganz klein wenig schon versucht umzuschauen. Allerdings kommen wir hier über den Abgrund nicht rüber. Und das ist das klitzekleine Problem, das wir derzeit haben. Deswegen müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, wie wir darüber kommen. Diverse Ideen habe ich ja schon. Eine ist leider schon hinüber, weil ich meinen scheiß Ast nicht mehr habe. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich den ja dann hier ranmachen und dann irgendwie so Indiana Jones-Style drüber fliegen, aber ist leider nicht ganz möglich. Aus dem Grund will ich ehrlich gesagt mal nach Black Mirror zurück und mal schauen, ob ich auf der Baustelle was finde. Ansonsten will ich hier durch den Wald durch, weil da findet man sicherlich immer ein bisschen Holzer. Ich jetzt mal, dass wir uns da vielleicht so eine Art kleine Brücke oder Leiter bauen können. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht haben wir schon einen Brief. Ein leerer Briefkasten. Nein. Okay. Herr Seik. So, oder so ein Gerüst, genau, so ein fettes Gerüst einfach mal mitnehmen. Warum auch nicht? So. Kann ich die Leiter mitnehmen? Die Leiter wäre eine sichere Brücke über diesen Abgrund. Das versuche ich mal. Okay. Sehr schön. Oh, er geht sogar automatisch hin. Danke. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Einen antiken Comic? Es scheint eine Art Bilderschrift zu sein. Mal sehen, was ich entziffern kann. Ein Typ trägt eine schwarze Kugel durch die Gegend. Er hat ein langes Gewand an. Oder ein Kleid. Könnte ein Heiliger oder ein Priester sein. Dann legt er sich mit der schwarzen Kugel hin und andere Typen mit Kleidern stellen sich um ihn herum. Seltsam. Und hier nehmen sie dem Typen mit der Kugel den Kopf ab? Moment, ist das eine Art Begräbnisritual? Könnte auch eine Hinrichtung sein. Okay. Hier eine Halterung? Soll da die schwarze Kugel rein? So ein Ding habe ich schon mal gesehen. In der Akademie. Angelina hat eine schwarze Kugel reingelegt. Und dann ging das Portal auf. Ich nehme an, sie hat sie damals aus dem Museum geklaut. Aber jetzt ist Angelina tot. Und die Kugel hatte sie bei sich, als meine Mutter sie in den Tod gestürzt hat. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Ein inaktives Portal. Genau wie das in der Akademie. Angelina konnte es mit einer seltsamen schwarzen Kugel öffnen. Der Öffnungsmechanismus für das Portal. Ohne schwarze Kugel komme ich hier nicht weiter. Ich brauche eine Kopie oder irgendwas, damit mir jemand sagen kann, was diese Symbole bedeuten. Okay, wie? Kann ich da einfach so einen Zettel als Pauspapier nehmen, weißt? Ich zeichne mir das schnell ab. Vielleicht finde ich jemanden, der sich mit Hieroglyphen auskennt. Ja, das kann das sein. Kurz alles abzeichnen oder so halt. Wenn du so gut zeichnen kannst, Darren. Wow. Okay. Also brauche ich jetzt jemanden, der sich mit Hieroglyphen und den Scheiß auskennt. Und ich brauche eine schwarze Kugel. Ich würde mal sagen, ich schaue zuerst mal ins Museum. Kann es sein, dass ich da vielleicht was finde? Ansonsten brauche ich jemanden, der sich mit Hieroglyphen auskennt. Entschuldigen Sie, eine kurze Frage. Gosla, die Svetlanushka, schau mal, die haben hier sogar ein Darren Michaels Maskottchen. Oh, eto prekrasno! Der sieht ja richtig echt aus! Was wolltest du fragen, Jonascha? Ich hoffe, Sie vermissen die schwarze Kugel nicht. Sie wurde leider vor ein paar Wochen gestohlen. Jetzt haben wir beim letzten Besuch schon gesehen. Wir sind nur wegen Leiche hier. Ist wirklich gut gemacht. Ochen krasivui. Danke. Ich werde das Kompliment weitergeben. Ja. Würden Sie vielleicht an einer kleinen Umfrage teilnehmen?
Ja? Wir planen eine neue Ausstellung über alte, dunkle Mächte, die seit Jahrtausenden in Willow Creek ihr Unwesen treiben. Ort Leedsna! Oh. Die Beschriftung soll natürlich dazu passen. Was halten Sie von dieser Art von Hieroglyphen? Worte Kaya Junior. Was? Das sieht ja aus wie ägyptisches Kinderbuch. Da fehlt Horror. So ist langweilig. Mertot, ja. Lässt sich bestimmt einrichten. Danke. Viel Spaß noch in unserem Museum. Werden wir haben. Spasiba. Was auch immer du gesagt hast. Ich soll hast. Nicht mit ihm reden. Ja, dann zeig sie ihm einfach und er sah... Na, schade, geht nicht. Ich glaube, ich weiß aber schon, wer sich damit auskennen könnte. Und zwar Edward. Der interessiert sich doch für so einen Scheiß, hieß es. Vielleicht kennt er sich ja damit aus. Edward? Sir? Ganz allein. Alice ist krank. Aber sie war doch heute Morgen noch hier. Ja, sie wurde ganz plötzlich von einem Virus befallen. Heißt der Virus zufällig Conrad Spooner? Ich glaube, er hat viele Namen. Auf jeden Fall macht er nicht nur arbeits-, sondern auch heiratsunfähig. Das tut mir leid für Sie, Edward. Immerhin ist es nicht ansteckend. Mhm. Als Sie das letzte Mal im Museum waren, haben Sie sich diese schwarze Kugel mal angesehen? Ja. Offenbar war sie das einzige von Wert, denn sie ist gestohlen worden. Allerdings frage ich mich bis heute, was sie eigentlich darstellen sollte. Für eine Kristallkugel, wie man sie von Wahrsagern kennt, war sie zu dunkel. Was meinen Sie? Naja, eine Bowlingkugel wird es sicher nicht gewesen sein. Sie interessieren sich für antike Geschichte? In der Tat, Sir. Man könnte sagen, es ist ein Hobby von mir. Ich sammle seit Jahren antike Münzen verschiedenster Kulturen. Da muss man sich teilweise schon ein enormes Wissen anlesen. Hervorragend. Können Sie sich das hier mal ansehen und sagen, was das ist? Oh ja, diese Schrift habe ich irgendwo schon mal gesehen. Es ist eine Druidenschrift, sehr alt. Können Sie es lesen? Lesen wäre etwas übertrieben. Es ist mehr eine Art Bildergeschichte. Ich denke, es handelt sich um eine Beschreibung eines Begräbnisrituals. Ja, das könnte sein. Hier, der Tote scheint eine Art Geistlicher zu sein. Das erkennt man an dem gekrümmten Stab. Dieses Symbol wurde und wird häufig bei spirituellen Anführern verwendet. Und er hat eine schwarze Kugel in den Händen. Meinen Sie, das könnte so eine wie aus dem Museum sein? Oh, da könnten Sie sogar recht haben. Wenn das so ist, wundert es mich nicht mehr, dass sie gestohlen wurde. Sie wäre ein Vermögen wert. Wäre es möglich, dass es mehrere davon gibt? Nicht auszuschließen. Wenn es sich um eine Art Grabbeigabe für Priester handelt, bestünde die Möglichkeit, in einem alten Hügelgrab fündig zu werden. Sie erwähnten ein Hügelgrab. Gibt es hier so etwas? Oh ja, Sir. Hier in der Gegend soll es ein oder zwei geben. Zumindest wurden vor ein paar Jahren welche entdeckt. Es stand sogar in der Zeitung. Aha, jetzt erinnere ich mich auch, woher ich die Hieroglyphen kenne. In der Zeitung damals war ein Foto des Grabes zusammen mit dem Forscherteam. An den Felsen waren diese Hieroglyphen eingraviert. Ein Forscherteam? Mist, die haben das Grab bestimmt komplett ausgeräumt. Davon ist auszugehen, aber sie können... Ich kann was? Entschuldigen Sie meine Taktlosigkeit, Sir. Miss Valley, sie war damals an der Expedition beteiligt. Eine Gruppe Studenten der Archäologie haben hier in der Gegend nach heidnischen Hinterlassenschaften gesucht. Dabei haben sie zufällig ein Hügelgrab entdeckt. Es war eine kleine Sensation. Und wer war denn noch an dieser Expedition beteiligt? Niemand, den ich kenne. Bedauere, Sir. Trotzdem, danke, Edward. Sie haben mir sehr geholfen. Okay. Sir, hätten Sie noch kurz einen Augenblick Zeit? Ja. Es ist mir etwas unangenehm, das so aufdringlich anzusprechen, aber Dr. Winterbottom meinte, ich solle das tun. Haben Sie als Schlossherr jetzt nicht Personalbedarf? Ich würde mich freuen, bei Ihnen arbeiten zu können, Sir. Ja, nimm ihn!
Und was wird aus dem Café, wenn sie nicht mehr da sind? Oh, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Denise' Vater hat bereits eine neue Geschäftsidee und ich glaube nicht, dass ich dafür der Richtige bin. Tatsächlich? Läuft das Café nicht gut? Was könnte hier in Willow Creek denn besser laufen? Ein Bestattungsinstitut. Natürlich. Das hätte ich mir auch denken können. Ja, von mir aus. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Butler gebrauchen kann. Handwerker oder eine Abrissfirma bräuchte ich dringender. Es ist genau die Aufgabe eines Butlers, sich um so etwas zu kümmern. Vielleicht haben Sie recht. Na gut. Am besten, Sie kommen morgen im Laufe des Tages auf dem Schloss vorbei. Dann können Sie es sich nochmal überlegen. Vielen Dank, Sir. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Coole Sache. Ich meine, Edward ist kein Bates, aber... Bates fehlt mir, aber ich... Edward ist auch cool, ich mag Edward. Oh, der Tante Emmerlan hat wieder offen, das ist sowas. Die Verkäuferin hat wahnsinnige Angst. Der Laden hat ja wieder offen. Warum auch immer. Genau, jetzt muss ich mal diese Hügelgräber suchen. Wo auch immer die sind. Wo könnten die gefunden worden sein? Also, mir fällt jetzt gerade auf Anhieb nur ein einziger Weg ein, und zwar der hier zum Sumpf. Weil ich hier noch nicht weitergegangen bin. Hier liegen jede Menge Knochen. Der Boden da ist ziemlich Sumpf. Aber sonst... Nee, sonst ist hier nichts. Wo könnten hier Hügelgräber entdeckt worden sein? Also Miss Valley war daran beteiligt. Das ist ja schon mal gut zu wissen, aber... Jetzt ist immer noch die Frage... Was habe ich davon? Ich gehe mal nochmal ins Museum. Ich soll nicht... Na, ich soll nicht mit ihm reden. Ich will die Touristen nicht verlieren. Okay... Ja? Hallo, Doktor. Na klar, kommen Sie hoch. Gut, was soll ich dich befragen? Hi, Doc. Adrian, was kann ich für Sie tun? Sagen Sie mal, Doc, haben Sie sich das Museum hier mal angesehen? Um ehrlich zu sein, nein. Ich war nie drin. Und ich werde es auch niemals betreten. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Sie würde vermutlich ausflippen, wenn sie die Heinz-Hermann-Köpfe sehen würde. Dann wissen Sie vermutlich auch nichts über die schwarze Kugel. Tut mir leid, nein. Ungudi. Wussten Sie, dass es hier in der Umgebung Hügelgräber geben soll? Nein, aber hier gibt es so viele uralte Gemäuer. Da wundert es mich nicht, dass es auch Hügelgräber gibt. Bye, Doc. Geben Sie auf sich Acht, Adrian. Ich werde es versuchen. Bei der Bullerei? Oh, er ist wieder da! Inspektor Spooner? Adrian, mein kleiner Lord. Was kann der Dorfbulle denn Nettes für dich tun? Wollen Sie sich einschleimen oder mich verarschen? Such's dir aus. Haben Sie Tom verhaftet? Er ist mir im Wald entwischt. Wir haben eine Fahndung rausgegeben. Mhm. Diese schwarze Kugel, die damals aus dem Museum gestohlen wurde. Willst du sie zurückgeben? Das wäre natürlich fein. Also ist sie nicht wieder aufgetaucht? Nein. Schade. Sowas schon mal gesehen? Sowas ähnliches. In den Zellen an der Wand. Was? In der Umgebung hier soll es Hügelgräber geben. Wissen Sie zufällig, wo man die finden kann? Du hast doch gerade erst ein Schloss geerbt. Willst du schon wieder umziehen? Können Sie nicht einmal eine vernünftige Antwort geben? Bitte.
Na, wenn dir das so viel bedeutet. Nein, ich weiß nicht, wo man hier Hügelgräber finden kann. Wären Sie unter Umständen bereit, mir eine klitzekleine Auskunft zu geben? Jetzt bin ich aber gespannt. Sie haben doch damals das Haus von Miss Valley durchsucht. Sind Ihnen dort irgendwelche archäologischen Aufzeichnungen über den Weg gelaufen? Zack? Hm? Solltest du nicht längst auf Patrouille sein? Weißt du, Adrian, ich habe das Gefühl, dass unsere, ich nenne es mal Beziehung, in letzter Zeit etwas festgefahren wirkt. Ständig kommst du mit neuen Wünschen an. Immer soll ich dir etwas geben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir das ändern. Wollen Sie mich zu Dr. Winterbottom begleiten? Eine Paartherapie machen? Nette Idee, aber mir schwebt da was anderes vor. Vielleicht schon bemerkt hast, neige ich manchmal dazu, etwas vorschnell zu urteilen. Nein! Das ist einer der Gründe, warum man mich hierher nach Willow Creek versetzt hat. Eigentlich hatte ich mir mein Leben als Inspektor anders vorgestellt. Verfolgungsjagden, Schießereien, Explosionen. Du schaust mir in die Seele. Aber ohne einen nachweisbaren Erfolg werde ich dieses Nest so schnell nicht wieder verlassen. Und da sich bei dir die Bedingungen leider geändert haben... Was soll sich da geändert haben? Ich bin unschuldig, wie eh und je. Aber jetzt bist du ein Lord, wie du letztens so treffend bemerkt hast. Und das ist im guten alten England ein Grund, die ganze Sache mit mehr Fingerspitzengefühl anzufassen. Oder anders gesagt, ein Irrtum in so einem Fall würde meiner Karriere überhaupt nicht guttun. Hab ich das richtig verstanden? Sie haben die Hosen voll, weil ich jetzt ein Schloss besitze? Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, die ganze Sache zu vergessen, den Fall abzuschließen. Nur dazu muss ich dem Richter etwas Eindeutiges vorlegen. Ist das eine höfliche Bitte um ein Geständnis? Sind Sie noch zu retten? Nein, nein, du verstehst das falsch. Die Sache mit Tom und diesem Phil ist schon mal ein guter Anfang. Außerdem hat Murray seine Aussage korrigiert und dir ein Alibi für den Mord an Miss Valley gegeben. Scheint dich ja sehr zu mögen, der Typ. Aber es gibt doch noch diesen Louis und diese Angelina. Sie gelten zwar als vermisst, aber auch ein Vermisster kann ein Täter sein. Jetzt klar? Na, endlich sprechen wir dieselbe Sprache. Was ist nun mit Miss Valleys Haus? Haben Sie da was gefunden? Wir haben dort nur Fotos von dir und andere fallrelevante Dinge mitgenommen. Wenn du denkst, du findest dort etwas, was diesen Fall zum Abschluss bringen kann, lasse ich dich das Haus ansehen. Sind wir jetzt Partner? So würde ich das nicht nennen. Hey, aber dieses Gespräch hat nie stattgefunden, klar? Zack wird dich begleiten. Ich will über alles informiert werden. Selbstverständlich, Herr Inspektor. Wiedersehen. Wohlan, Milord. Freiwillig. Okay. Kann ich kurz etwas fragen? Hm. Der Inspektor meinte, es wäre kein Problem, wenn ich mir das Haus von Miss Valley anschauen würde. Sie sollen allerdings mitgehen und aufpassen. Wenn er meint, ich hole eben die Schlüssel. Hm. Viel Spaß beim Suchen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie gehen möchten. Oh ja, den Spaß werde ich haben. Ach du meine Scheiße! Das wird witzig. Alte Zeitungen und ein Buch mit englischen Kinderliedern. Das hilft mir nicht weiter. Ich find's cool, dass man hier im Spiegel, das Spiegelbild wirklich so sieht. Miss Valley hatte wohl nicht nur Angst vor den Gordons. Heilige Scheiße, habe ich jetzt viel zu tun. Was haben Sie vor? Vielleicht gibt es eine geheime Falltür unter dem Teppich. So ein Blödsinn. Ja, und deswegen ziehst du den Teppich jetzt nicht weg. Okay. Miss Valleys Bruder, Vic. Sie hat ziemlich viele Bilder von ihm. Ist aber auch kein Wunder. Sie war wie besessen von seinem Tod. Und vor allem von seinem Mörder. Samuel Gordon. Meinem Vater.
Was aber auch ein bisschen verständlich ist, sag ich jetzt mal. Ich meine, meine Schwester ist älter als ich, aber ich liebe sie. Und wenn jemand meiner Schwester was antun würde, dann würde ich die halbe Welt bereisen, um diesen einen Typen zu finden. Und ihn freundlich Hallo sagen. Sagen wir es mal so. Sie muss ihre... Ein Schaukelstuhl aus Holz. Die Rückenlehne sieht nicht gerade bequem aus. Die Teile sind doch scheiße unbequem. Jeder sagt, oh, die sind voll toll und blablabla. Die sind scheiße unbequem, die Teile. Geschirr im Folklore-Stil. Wir Experten sagen dazu bemalte Teller. Bemalte Teller. Folklore-Stil, okay. Ich glaube, in Willow Creek gibt es sowas wie Öl oder Gas einfach noch nicht. Ach, Gas gab's das sicher schon. Kommt darauf an, sind die Österreicher nicht so weit hier durchgedrungen? Was dagegen, wenn ich mir ein Stückchen Kohle mitnehme? Ich glaube, da hat niemand etwas dagegen. Okay. Ja, rauf will ich gerade noch nicht. Ein leerer Notizblock. Ach, was machen Sie da? Ich wollte mir nur ein Blatt Papier nehmen, um mir Notizen zu machen. Mhm. Hm. Zeitungsausschnitte über den Mord an Vic. Unvorstellbar, wie man ein Kind so brutal ermorden kann. Dann schauen wir mal da. Das hier könnte interessant sein. Miss Valleys Büchersammlung. Mal sehen. Englische Geschichte und Geschichten. Camelot und der Heilige Gral, von Wilhelm dem Eroberer bis zur Magna Carta. Mhm. Eine Mappe von einer Universität. Constable, darf ich mir die Mappe hier mal ansehen? Das sind alles nur Bücher über Wissenschaft. War das ein Ja? Von mir aus. Aber machen Sie nicht zu lang. Alter, der Constable geht mir so auf den Sack. Schauen wir uns mal an. Keine schwarze Kugel. Wenn ich Glück habe, hat sie noch keiner entdeckt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo dieses Hügelgrab genau liegt. Expedition, 6. Juli 1981. Unsere Gruppe untersuchte heute das Gebiet in Sektor 13. Wir fanden einen unversehrten und wahrscheinlich bisher von Grabräubern verschonten Tumulus. Was ist ein Tumulus? Der Eingang war noch mit einem für diese Bau typischen Felsblock verschlossen. Es handelt sich dabei bei dem Grab nach bisheriger Erkenntnis um einen Cotswold 7. Was auch immer das ist. Wir fanden die Überreste von 12 Personen, vermutlich Männer. Bei einigen fehlten Schädel. Aber gut, das passt wiederum zu dem Begräbnisritual. Knochen wurden umsortiert. Wir nehmen an, dass die Schädel noch während der Nutzung der Städte für Rituale entfernt wurden. Wieso? Das bleibt zu klären. Die Position des Grabs haben wir auf der Karte markiert. Um das Grab vor Grabräubern zu schützen, wird diese Karte im Archiv... Ja? Es muss in dieser Seminararbeit doch eindeutige Wörter geben, mit denen ich den genauen Ort bestimmen kann. Ich denke, 3 Wörter sollten reichen. Sektor I3 hilft mir auf jeden Fall weiter. Achso, das soll I3 heißen. Nicht 13. Hier, Archiv Universität eingeladen. Ist nur autorisierten Personen zugänglich. Fundstücke und Proben zur Archivierung geschickt. 7 vollständige männliche Skelette. 5 männliche Skelette ohne Schädel. Eine goldene Figur in Form eines Stiers. 2 goldene Tafeln mit Hieroglyphen. Eine Probe Sandboden aus dem Grab. Außerdem eine Bodenprobe aus dem Sumpf und diverse Kleintierknochen der Umgebung. Sektor I3 hilft mir auf jeden Fall weiter. Okay. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal gehen wir hier die Treppe noch hoch und schauen mal, ob wir oben vielleicht noch irgendwas Interessantes finden werden. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Black Mirror 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.